Hey, was geht? Ich habe mal einen Trick gefunden, wie ich das Zimmerproblem lösen kann. Ich schreibe mich einfach rein. Auch eine gute Taktik, gell? Okay, lass uns mal loslegen. Heute reagieren wir mal auf die 20 schönsten Orte der Welt. Mal gucken, was sie damit meinen. Oder ob ich ihnen zustimmen kann. Euch von 20 Orten auf der Welt, die ihr unbedingt besucht haben müsst. Auf geht's! Die Okay. Viktoria-Fälle. Die Viktoria-Fälle sind ein Südafrika, alter gell? Wasserfall des Sambesi zwischen den Grenzstädten Victoria Falls in Simbabwe und Livingston in Sambia. Die Ah. Fluten des im Hochland entspringenden Flusses stürzen hier auf einer Breite von 2 Kilometern 120 Meter in die Tiefe. Seit 1989 gehören die Fälle zum Weltnaturerbe der UNESCO. Die nähere Umgebung ist geprägt durch tropischen Regenwald und somit auch tropisches Klima. Sie eignet sich perfekt, um Tiere zu beobachten und Touren durch den Dschungel zu machen. Ja, es Dafür sieht so sollte man schlecht sich aber aus. einen erfahrenen Guide schnappen. Sankt Petersburg. Das ehemalige Leningrad besitzt beeindruckende architektonische Meisterwerke wie den Winterpalast und die Kasaner Kathedrale, den wunderschönen Fluss Neva und ein bisschen im Hinterland den Okay. Ladoga-See. Die Winter in der nördlichsten Millionenstadt der Welt sind eisig, doch im Sommer, wenn es in den weißen Nächten des Nachts hell bleibt, wirkt die kühle Schönheit, das Venedig des Nordens, wie verzaubert. Sankt Petersburg wird von den Einheimischen häufig mit Peter abgekürzt. Lange war es russische Hauptstadt, bis es vor über 100 Jahren wieder von Moskau abgelöst wurde. Das Berghain. Kaum einer war jemals drin. Es existieren so gut wie keine Videos und Fotos aus dem Zentrum der Partykultur. Und trotzdem gilt das Berliner Berghain als der abgefahrenste Techno-Club der Welt. Die Okay. Türsteher sortieren jeden aus, der nicht ins Schema passt. Und schon viele sind abgewiesen worden. Aber wer einmal drin war, hat alles gesehen, was die Partyszene ausmacht. Sex, Drogen, laute Musik. Das alles sind keine Tabus in dem Tempel des Hedonismus. Und selbst wenn ihr mit Techno nichts anfangen könnt, aus nächster Nähe gesehen haben sollte wirklich jeder einmal diese unvergleichliche Welt in sich selbst. Yosemite Nationalpark. Der Yosemite Nationalpark liegt in der kalifornischen Sierra Nevada. Er ist berühmt für seine alten Riesen-Mammutbäume und Tunnelview, den bekannten Aussichtspunkt über den Bridalveil Fall sowie die Granitberge von El Capitan und Half Dome. Die Landschaft ist im gesamten Park vollkommen unberührt. Die klaren Bäche und tiefen Wälder sind atemberaubend. Und wem das Ganze auf die Dauer zu viel Natur ist, der ist mit dem Auto in 2 bis 3 Stunden in San Francisco. Einfach, dass ich meine Blicken gerade wundern, nicht gerade nur, wo ich. Ich will gerade, ob ich für den Stativ irgendwo hinstellen kann hier. Bitte, ich bin hier auf so einem Hochbett irgendwie. Paris im Frühling. Paris ist weltbekannt als die Stadt der Liebe und natürlich zu jeder Jahreszeit schön. Ja, Durch die Paris war ich steigenden schon. Temperaturen im Frühling Aber nur verlagert sich durchgefahren. das Leben in der französischen Hauptstadt allerdings erst ab den ersten warmen Tagen im März oder April endlich wieder nach draußen. Hier findet das Leben der Großstädter nämlich im Winter nur gezwungenermaßen hinter verschlossenen Türen statt. Die Gärten der Parks erwachen zu neuem Leben und selbst die notorisch schlecht gelaunten Pariserinnen und Pariser sollen zu dieser Zeit wieder etwas freundlicher sein. Aber Frankreich ist schöne Salar de Worte. Uyuni. Der Salar de Uyuni liegt in den bolivianischen Anden. Er ist der größte ausgetrocknete Salzsee der Erde. Ein Binnenmeer hinterließ eine wüstenartige, fast 11.000 Ja, sieht nicht Quadratkilometer schlecht große aus. Landschaft, die von schneeweißem Salz, Felsformationen und kakteenbewachsenen Inseln geprägt ist. Wenn es regnet, verwandelt sich das Areal in den größten natürlichen Spiegel der Welt. Da das Salz im Überfluss vorhanden ist, werden sogar ganze Häuser aus gepresstem und versiegeltem Salz errichtet. Die Landschaft ist in jedem Fall atemberaubend schön und wirkt wie die Oberfläche des Mondes. Pamukkale, Türkei. Im Westen der Pamukkale. Türkei an der wunderschönen Ägäisküste liegt das nächste Habe ich schon Kleinod, irgendwo welches gesehen? ihr unbedingt einmal besuchen solltet. Aber Die nee, ich sitze Region für mich. Pamukkale. Übersetzt heißt Pamukkale Baumwollburg. Eine sehr zutreffende Beschreibung, wie man schnell feststellt. Besonders zwei Dinge sind hier absolut sehenswert. Zum einen gibt es die berühmten Kalksteinterrassen und zum anderen die antike und geschichtsträchtige Stadt Hierapolis. Vor allem erstere zieht Touristen aus der ganzen Welt in ihren Bann, denn sie sind wirklich absolut sehenswert und einzigartig. Entstanden sind sie durch die Verdunstung des heißen, kalkhaltigen Wassers aus den Quellen, aus denen immer noch jeden Tag 250 Liter kohlensäurehaltiges und kalziumreiches Thermalwasser fließt. Die Ablagerungen sehen aus wie Watte, weshalb Pamukkale seinen Spitznamen bekam. Ja, Rio de also. Janeiro.
Rio ist natürlich bekannt für den Karneval, den Zuckerhut und den Strand an der Copacabana. Doch die Stadt ist neben all dem Sonnenschein aber und den Caipirinha auch geschätzt für seine Kunst- und Kulturszene. Rio de Janeiro ist nämlich so etwas wie die heimliche Hauptstadt des Landes. Die Millionenstadt liegt direkt am Meer, hinter dem sich hier ein gewaltiges Gebirge auftürmt. Das hat den Vorteil, dass man Rio zum Beispiel von der berühmten Jesus-Statue aus fantastisch von oben genießen kann. Huangshan. Die gelben Berge sind der Inbegriff chinesischer Landschaften. China ist reich an wunderschönen Gebirgen, aber keins hat die Menschen je so in ihren Bann gezogen wie die gelben Berge im Osten des Reichs der Mitte. Neben den bizarren Felsformationen mit knorrigen Pinien lässt sich meist auch ein Wolkenmeer bewundern, auf dem die 72 Gipfel der gelben Berge scheinbar stehen. Die insgesamt 1200 Quadratkilometer große Region, in deren Zentrum sich ein 154 Quadratkilometer großer, geschützter Landschaftspark befindet, liegt eine knappe Flugstunde von Shanghai entfernt. Mongolei. Ihr mögt Großstädte? Das pulsierende Leben in einer Megametropole? Technik und Design? Dann spult am besten zum nächsten Punkt vor. Nee, das gibt's in der Mongolei nicht. So ziemlich das Gegenteil davon. Zwischen China und Russland gelegen ist sie der am dünnsten besiedelte Staat der Welt. Die unendlichen Weiten der Steppe sind kalt, karg, menschenleer und absolut faszinierend. Man kann sie mit einem Jeep oder traditionell mit einer Karawane erkunden. Übrigens gibt es eine Warnung an alle Vegetarier. Man kriegt hier so gut wie kein Gemüse zu essen. Veganer müssen in der Mongolei eine Ausnahme machen oder sich ausschließlich von Brot und Kartoffeln ernähren. Petra. Petra ist die berühmteste Sehenswürdigkeit Jordaniens, UNESCO-Weltkulturerbe und Drehort. Das ist das von Indiana Jones, oder? Von Filmen wie Indiana Jones. Sehe ich. Und der letzte Kreuzzug. Fast über 1000 Jahre war die Stadt verlassen, ehe sie 1812 von einem Schweizer wiederentdeckt wurde. Man sagt, es sei unmöglich, sie zu beschreiben, da man ihre Herrlichkeit einfach erlebt haben muss. Petra wurde einst in die Felsen des Gebirges gemeißelt und im 14. Jahrhundert einfach aufgegeben und vergessen. Ein Glück für die Archäologen, welche selbst bis heute erst 20% des Gebietes ausgegraben haben. Es gibt also noch viel zu entdecken. Kyoto. Dass es Kyoto überhaupt noch gibt, ist den amerikanischen Militärberatern zu verdanken, die die Generäle davon abbrachten, die erste Atombombe auf die Stadt zu werfen. Die Berater warnten, dass man sich dann Japan für immer zum Feind machen würde, da Kyoto heilig sei. Wer den Ort besucht, wird zustimmen. Ja, Kyoto, ist die kulturelle Hauptstadt des Landes, besitzt unzählige Tempel und Paläste und eine wunderschöne Landschaft. Wer das alte, das authentische Japan erkunden möchte, der tut das am besten hier. Meteora, Griechenland. Die Kloster von Meteora liegen auf Felsen. Und wie sie das tun? Schon beim ersten Blick auf diese unglaublich hohen, senkrechten Klippen kommen Besucher aus dem Staunen nicht heraus. Man fragt sich unweigerlich, wie zum Teufel überhaupt etwas in dieser Lage gebaut werden konnte. Wie Adlerneste liegen die sakralen Bauten auf den Felsen im nördlichen Griechenland. Die Mönche, die sie erbauten, waren Bergsteiger, denn es gab schlichtweg keine andere Möglichkeit, auf die Felsen zu kommen, als zu klettern. Oben angekommen lebten sie dann das Leben eines Einsiedlers ohne Kontakte zur Außenwelt. Die Außenwelt ist heute allerdings herzlich willkommen, denn Touristen finanzieren das Kloster zu einem erheblichen Teil. Transsibirische Eisenbahn. Die Transsib ist mit 9.288 Kilometern die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Sie verfügt über mehr als 400 Bahnhöfe zwischen Moskau und Wladiwostok und ist eine der wichtigsten Verbindungen Russlands. Auf der Strecke von Moskau an den Pazifik tuckert sie mit maximal 140 km/h gemütlich vor sich hin. Wenn ihr mitfahren wollt, bedenkt, dass ihr 6 Tage und 7 Nächte an Bord eines Zuges sitzen werdet. Es lohnt sich aber natürlich auch unterwegs auszusteigen und Städte und Landschaften zu erkunden. Die Transsib ist in jedem Fall ein Reis. Aber mein. Wie ist das nochmal? Freundschaft. Hat es so lange gedauert, Alter. Hat auch schwer getan. Diese Abenteuer für die ganz Harten. Istanbul. Istanbul ist die einzige Metropole der Welt, die auf 2 Kontinenten gleichzeitig liegt. Ah, ja. Die Megacity am Bosporus hat 15 Millionen Einwohner und bietet für jeden Geschmack etwas. Von der orientalischen Altstadt mit der weltberühmten Hagia Sophia über die modernen Wolkenkratzer und Szenenviertel bis hin zu Naturlandschaften, zum Beispiel auf den Prinzeninseln. Man kann in Istanbul fantastisch essen und wer tolle Atmosphäre beim Fußball mag, der muss natürlich ein Heimspiel von Gala, Fener oder Besiktas anschauen. Norwegische Fjord. Aber wer du gehst zu Istanbul, was sagst du hier? Da ist überhaupt nichts los. Das Gegenteil von Istanbul sind wohl die Fjorde an den Küsten Norwegens. Schon 5. Platz. Meeresarme, die tief ins Land reichen, was kommt unglaubliche aus. Landschaften formen. Es gibt wenige Orte auf der Welt, wo das Zusammenspiel von Wasser und Land so bombastisch wirkt wie hier in Nordeuropa.
Selbst die riesigen Kreuzfahrtschiffe wirken winzig, wenn sie durch die malerische Kulisse den nächsten Hafen ansteuern. Wir raten euch aber dringend, das Schiff auch mal zu verlassen und auf eine Wanderung zu gehen. Am besten eignet sich dafür natürlich der Sommer. Iguazu-Wasserfälle. An der Grenze von Brasilien zu Argentinien und Paraguay gelegen, liegen die Iguazu-Wasserfälle. Sie bestehen aus 20 größeren sowie 255 kleineren Wasserfällen auf einer Ausdehnung von 2,7 Kilometern. Einige sind die bauen extra eine Tribüne dafür, oder was? Großteil 64 Meter hoch. Die Schlucht, die auch Maul des Teufels genannt wird, formt dabei ein großes U. Sie sind die größten der Erde, breiter als die Victoria-Fälle und höher als die berühmten Niagara-Fälle und verbreiten einen unglaublichen Lärm. Viele bezeichnen sie als das schönste Naturschauspiel der Erde. Bora Bora. Bora Bora ist ein Vulkan, platziert in einer der schönsten Lagunen der Welt. Ein tropisches Paradies mitten im Südpazifik. Mal 10.000 Menschen leben auf der Insel in der Südsee, doch unzählige träumen von ihr. Schön. Da sie politisch zu Frankreich gehört, ist sie übrigens Teil der EU und es wird überall Französisch gesprochen. Man diskutiert außerdem seit vielen Jahren darüber, den Euro als... Brauche ich noch ein paar... Ich brauche halt mehr Geld und dann gehen wir rüber. Zahlungsmittel einzuführen. Bora Bora steht stellvertretend für all die anderen wunderschönen Inseln in der pazifischen Südsee. Einmal am Strand liegen und sich vor nichts als herunterfallenden Kokosnüssen sorgen. Das wäre es doch. New York City. These streets will make you feel brand new, sang Alicia Keys und sie hatte damit recht. Wenn die Welt so etwas wie eine Hauptstadt hätte, sie wäre ganz sicherlich New York. An keinem anderen Ort kommen so viele Kulturen zusammen. Eine Reise durch die Viertel ist wie eine Reise durch die Welt, denn alle Einwanderer haben hier ihre Spuren hinterlassen können. Zentrum der Stadt ist das Hochhausviertel Manhattan, in dessen Mitte der Central Park liegt. Obwohl die Stadt natürlich unendlich viele Sehenswürdigkeiten bietet, kann man hier auch einfach mal spazieren gehen. Stundenlang durch die Blocks. Es wird einem ganz bestimmt nicht langweilig werden. Das Sieht aber, glaube ich, auch aus wie eine jede Innenstadt auch. Weltall. Was bleibt, wenn alle Ziele auf der Welt entdeckt sind? Genau, der Weltraum. Es soll in naher Zukunft möglich sein, unsere Erde von oben zu beobachten, obwohl man kein Astronaut ist. Kommerzielle Unternehmen versprechen dies seit Jahren. Wer weiß, vielleicht wird es irgendwann sogar Pauschalurlaub zum Mond geben. Bis dahin sind wir allerdings froh, dass wir auf dem schönsten aller Planeten wohnen dürfen. Welches außer... Okay, das war ein guter Satz am Ende. Wir haben sehr viele schöne Orte auf der Welt hier. Ah, erhaltet es besser? Naja. Leider kann ich nichts davon gerade besuchen. Weil Geld dafür. Aber Hügelsäume ist auch geil. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.